Jo, Momo, ihr Flüte und Ahoi, meine lieben Landraten und Rädchen da draußen. Damit wieder herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online hier bei den Patrouillen und mit zusammen mit dem guten Toni. Hallo, grüß euch. Ah ja, heute lassen wir uns das mal lecker schmecken hier im Replimat. Dauert aber hier, bis die Bedienung immer auftaucht. Mann. Anu, du warst schon, du musst dir selber was holen. Ja, weiß ich. Ich muss eben erschrocken, weil hinter uns im Zwischengang ist irgendwann von oben runtergefallen. Ja, das ist auch die KI, wo wir letzte Woche schon mal gesprochen haben. Die springt hier irgendwie gerne gegen irgendwelche Schilder, dreimal gegen und dann ist sie in der oberen Etage. Ja, genau. Oh, ach ja. Also Respekt, guckt mal den Vulkanier oder Romulaner hier neben uns an. Der trinkt sein Glas Milch durch den Tisch. Muss man drauf achten. Gleich hebt er wieder den Arm und, na komm, da. Einfach durch den Tisch durch. Physik kennen die Vulkanier einfach nicht mehr. Genau. Ja, der Martox macht es richtig. Der geht auch ein bisschen durch den Tisch durch. Oh Mann. Der trinkt auch noch Milch. Tja. Mein die kennen Johannes Bärsaft noch nicht. Guti. Genau. Ja, wir haben noch zwei Patrouillen offen, die wir heute angehen wollen. Genau. Beta-Quadrant. Unter dem Briar-Patch. Im Briar-Patch trotzen sie Blasen aus tödlichem Bitriongas, um Sporenkolonien vor den Schergen von Haus Mokai zu schützen. Oh, das war auch ganz üble. Ja, dann. Energie. Bin gespannt, wie wir nachher hier wieder reinbeamen. Ich auch. I'm picking up signals from automated harvester units. It's Mokai Tech. They're processing spores here. Looks like they've placed the harvesters on several asteroids. We need to shut those down now. Warte mal, wir finden wieder diverse Fähigkeiten. Ich klicke nur schon mal durch bei Stamets. Ja, ja. If we get into a fight, watch your fire around them. One hit can set one of them off, and the resulting explosion could be deadly, even to a starship. Stop. I'm betting the Mokai will come after us after we take out their tech. Stay sharp. Du bist ja weit genug weg. Du bist hier hinter mir irgendwo bei mir, ne? Ich bin vor dir. Ach da, rechts okay. Vor dir. Ja, sollte weit genug weg sein. Ja. Feuerwerk! Warte. Aua. Hat sich schon zerrissen? Das war ein bisschen nah dran. Ich dachte, der Krieg findet weiter draußen statt. Das ist viel zu nah. Genau, also wir müssen da vorne zu dem... Ich weiß, eigentlich soll man es, glaube ich, hier ohne machen, ohne dass man die Dinger hier in die Luft jagt, aber irgendwann ziehen die Leute sowieso drauf, also kann man es auch vorne wegrollen. Ja, spätestens wenn die ganzen Horden von Mokai kommen, dann haben wir eh keine Chance. No. Weil die spawnen ja nach, sonst kriegen sie nichts dazu, dass sie nachspawnen. Aber hier diese blöden Metrionengas wollten, die spawnen immer nach. Oh. So. Das ist der Asteroid Alfalfa. Alpha. Shutting that thing down will be easy enough, but I'm concerned about the radiation that's been emitted into the spores. I'd like to neutralize that before taking the harvester tech offline, if you don't mind. Letting it linger could lead to serious side effects within the mycelial network. Nun gut, neutralisieren Sie die Strahlung und deaktivieren Sie Jules Technologie. Genau. So. Oh, Minigame. Es rumpoldert. So. Watch it. Mokai attack ships just dropped out of cloak. Ach was. Ja, das ist doch. Oh.
hate to say I told you so, but I did, and here we are. House Mokai knows we're here, and it won't be long before we have more of them to deal with. We better get to the next harvester and shut it down fast. Einverstanden, dann mal los. So, da hinten irgendwo. Wir kommen ja eh erst, wenn man gescannt hat. That was fast. Predictable, but fast. Ups. Oh Gott. Es sind so viele. Sensors are clear for now. Let's deal with that harvester. Oh, Minigame. No. Two down, one to go. Hope we can deal with it before Jaula sends more of her friends to make sure we don't. Ja, eins ist schon, auf geht's. Yep. So. So, hinten wieder. Klingons. A lot more Klingons. We're in trouble. Das hab ich noch nicht rausgefunden von denen. Looks like the Alliance are on our side for a change. Oh, die haben mich schon wieder weggeteleportiert hier. Ihr Mokai Traktor Beam oder was immer das ist. Was war das jetzt? Was denn? Wie hat diese eine Antimaterie-Waffe, die schleudert einen weg, knapp in die Augen geschmissen. Mokai-Klümpchen. Oh Leute, ihr seid Klingonen, ihr wollt doch kämpfen, ihr drückt mich zweimal hintereinander weg. Ich bin jetzt am anderen Ende der Karte mittlerweile. Erwischt. Ich glaube, du solltest wieder was trinken. Ja. Ich habe halt 9 Stunden durchgequatscht, deswegen ist Stimme nicht mehr, ist nicht mehr so da. Sammeln. Oh, ich mach mal die Minigame. Hm. Ich hab so lächerlich mit den Fünfer, wenn sie einfach nur ja. Content künstlich in die Länge ziehen. That was something.
still debating whether it was terrifying or gratifying or both, but it was something. We'll want to keep an eye on this system until the whole Ja'ula situation is dealt with. I wouldn't put it past her to send more ships and more harvesters when she thinks the coast is clear. Okay, Dogi. Ja, dann können wir das System verlassen, wa? Hm? Ich weiß schon, wie wir da landen. Ich hab's tatsächlich auf meinen Stuhl zurückgeschafft. Ja, ich auch. Oh mein Gott, was ist denn da so? Hä? Was ist das denn? Warte, beziehungsweise gehen wir erstmal ab und dann. Ich hab hier ein Fenster, das heißt einfach nur Missionspunkte erhalten, okay. Ah ja, dann. Ja, danke sehr für die Spiele dafür. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich beim Toni fürs Mitmachen. Ja, mein gerne. Bei euch da draußen fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, ne? Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken, Glocke betätigen, den ganzen Salmon. Genau. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Hummel, Hummel. Osmos.